Hi, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir mal meine Neuankömmlinge in der Sammlung zeigen. Ja, da sind ein paar, ich denke, durchaus spannende Geschichten dabei. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten mal direkt durch. Hi, ich bin Chris, du bist hier bei Sense of Gents. Schön, dass du wieder da bist. Ja, es vergeht, glaube ich, kaum eine Woche, zumindest sehr wenige Wochen im Jahr, wenn man ehrlich ist und als Parfümliebhaber unterwegs ist, dass man nicht irgendwie neue Parfüms bekommt. Jetzt kann das natürlich auch nicht immer sein, dass man sich die teuersten Dinge ins Haus holt, sondern für mich gilt immer, ein guter Duft ist auch ein guter Duft, unabhängig vom Preis. Daher habe ich mir diese Woche unter anderem ein paar Latafa-Düfte zum Beispiel rausgesucht und die sind neu angekommen bei mir in der Sammlung, die möchte ich dir heute mal zeigen. Deswegen los geht's. Starten möchte ich heute mit dem Latafa oder mit einem Latafa-Duft aus der Pride Collection. Und zwar ist das ein Duft, der durchaus eher in Richtung weiblich-feminin vermarktet wird. Ich finde aber, er erinnert sehr stark an einen Duft, der durchaus sehr unisex zu tragen ist. Ich habe euch heute mal mitgebracht den Breeze. Der sieht so aus, weißer Flakon und man sieht auch schon, hier ist ein Gesicht abgebildet. Vermutlich mal tatsächlich eine Dame. Relativ schlicht gehalten, diese Pride-Kollektion, die hat ja meistens irgendwie einen rechteckigen Flakon und so einen ja halbkreisigen Deckel obendrauf. Die Sprüher sind immer sehr gut, wie ich finde. Für den Preis kann man eh nichts falsch machen. Und wir haben hier einen Duft, der zitrisch ist, sehr leicht, ein bisschen cremig. Ach, ein bisschen auch so frische Wäsche-Vibes hat, aber nicht im Sinne von Neroli, sondern wirklich sehr blumig, sehr frisch. Einfach sehr gepflegt, wie frisch gewaschen. Dieser Duft ist für mich ein Duft, der sehr stark angelehnt ist an den Aqua Universalis oder an den 724 von Maison Francis Kurkdjian. Wer einen solchen Duft mal gesucht hat und bisher immer vor dem Preis zurückgeschreckt hat, weil die durchaus sehr teuer sind, gerade der 724 mit seinen 70 Millilitern um die fast 200 Euro, ich glaube 180, 190 Euro kostet der mittlerweile, für einen frischen Duft, blumigen Duft, wo man vielleicht auch nicht genau einschätzen kann, ob der für einen was ist, ist das hier, der Breeze, tatsächlich eine sehr gute Alternative, auch um einfach mal festzustellen, ob die DNA einen überhaupt liegt. Ich finde, den kann man sehr gut als Mann ebenfalls tragen, gerade im Sommer, wenn es richtig heiß ist und man wirklich was sucht, was nicht so aufdringlich ist, nicht so schwülstig ist, sondern einfach nett begleitet und ein bisschen sauber riecht, ein bisschen was Besonderes dabei hat und nicht nur nach Zitrus riecht, der ist mit dem Breeze ganz gut dabei. Preislich liegen wir hier so zwischen 30 und 35 Euro für die 100 Milliliter und dafür könnt ihr echt nichts falsch machen. Aber das könnt ihr bei Latafa im Regelfall meistens nicht. Ja, schaut euch den mal an, den Breeze von Latafa aus der Pride Collection. Der nächste Duft kommt ebenfalls von Latafa, kommt aber ein bisschen aus einer anderen Kollektion raus. Und zwar, die Flaschen erinnern doch durchaus an Moresque. Das sind diese bauchigen Flaschen, die etwas kunstvoll verziert sind. Man könnte so den Eindruck gewinnen, dass die handgefertigt, handbeklebt sind, die unterschiedlichen Farben drauf gemacht sind. Und ja, natürlich hat man das bei Latafa hier an der Stelle nicht ganz das Gefühl. Aber die Düfte erinnern schon vom Flakon-Design her sehr stark an Moresque. Ich habe euch heute mal mitgebracht den Blue Oud von Latafa. Ja, der Blue Oud ist tatsächlich für mich eine neben dem Breeze, hier ist der Sprüher okay, also hier haben sie einen anderen Sprüher genommen, eine sehr interessante Entdeckung. Einfach deswegen, weil ich diese Kombination aus tatsächlich einem blauen, aromatischen, frischen, mit Oud kombinierten Duft so noch nicht kenne. Also wenn ihr da einen Duft habt, der in eine ähnliche Richtung geht, der so eine Oud-Note mit drin hat, dunkel, holzig, leicht rauchig, aromatisch ist und frisch, gerne mal unten in die Kommentare rein. Für mich tatsächlich einer der ersten Düfte in dieser Kombination, was es ihn für mich auch einzigartig macht bisher.
Ich finde den Duft ebenso gut, weil er als einer der wenigen Oud-Düfte durchaus auch bei wärmeren Temperaturen tragbar ist. Also man merkt hier tatsächlich eine Oud-artige Note. Ich glaube, bei den Preisen, hier reden wir auch zwischen 30 und 40 Euro, wird kaum echtes Oud drin sein. Aber die Kombination aus diesen verschiedenen Duftölen, die hier drin ist, erzeugt so ein bisschen das Gefühl von Oud, als würde man Oud tragen mit einer gewissen Ledrigkeit noch drunter. Also man kann auch so ein bisschen von dem Ombre Leather in noch frischer, in aromatischer ausgehen. Vielleicht so in der Kombination. Ich schätze, auch hier wird natürlich Oud über die Duftkombination, vielleicht unter anderem eben Leder, mit erzeugt und es kommt sehr gut in der Nase an. Wie gesagt, ihr könnt den Duft sicherlich sehr gut jetzt auch noch im Frühling, jetzt so um die 20 Grad bestimmt sehr gut tragen. Er überfordert nicht und ist nicht zu stark, aber schon präsent und doch ein bisschen was Besonderes, weil er halt eben auch die gewisse Tiefe hat und nicht sehr hell ist und sehr oberflächlich wie meistens oder sehr häufig frische Düfte sind. Wer also auf der Suche ist nach einem besonderen Oud-Duft für den Sommer, naja, der sollte sich mal den Blue Oud auf jeden Fall mal anschauen. So, jetzt wechseln wir mal das Dufthaus und zwar schauen wir uns Mikalev an. Ja, Mikalev hat als einen besonderen Sommerduft oder sehr frischen Duft den Gin Tonic, der hier natürlich perfekt wäre für einen heißen Sommertag. Den habe ich mir tatsächlich aber nicht angeschaut und gekauft, sondern es hat einen Duft geschafft, den ich auf der Essence kennenlernen durfte bei Mikalev und dessen Urversion sozusagen eigentlich nicht für mich war, weil hier Noten drin waren, die mir zu penetrant waren. Ja, ich habe euch heute mal mitgebracht den Désir Toxic L'Intense. Ja, wir haben hier natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, die Sprüher sind hier wieder super, Original Désir Toxic. Man hat hier eine süßliche Note, die sehr aber auch frisch ist. Also da kommt eine gewisse frischen Unterton mit, die Süße ist mit dabei. Man bekommt allerdings auch schon so ein bisschen Rasierschaum-Vibes, also so rasiert, Fougère-artig. Und was mich immer beim Original Désir Toxic gestört hat, die Hanfnote, die ist hier gar nicht dabei. Man hat gar nichts Grünliches dabei oder penetrant, irgendwie so nach Hanf riechendes, sondern man hat wirklich einen super bequemen, doch besonderen und tiefen Duft, der mit einer gewissen Süße überzeugt, so ein bisschen auch, sage ich mal, die moderne Duftwelt gerade widerspiegelt, nicht sehr traditionell ist, aber trotzdem etwas Klassisches durch die Fougère-Note mit dabei hat, durch diese Rasierschaumnote. Also da ist auch so ein bisschen Lavendel mit dabei. Das ist sehr Gentleman-mäßige. Das finde ich, das ist eine hervorragende Kombination, die man durchaus auch als, wenn man nur einen Duft haben möchte, gerne tragen kann. Ich würde vielleicht nicht empfehlen, den im Hochsommer bei 30 Grad plus zu tragen, aber ansonsten finde ich, kann man diesen Duft durchaus das ganze Jahr über verwenden und auch egal in welcher Situation. Im Büro wirkt man sehr gepflegt, hat eine gewisse Seniorität, die man hier darüber ausstrahlt. Wenn man abends ausgeht, hat man die Tiefe des Duftes und die Süße mit dabei, die es zu etwas Besonderem macht. Ja, und in der Freizeit, ja, da kommt er sowieso aus Grund der beiden vorgenannten Situationen durchaus sehr gut an. Ja, der Flakon macht sich natürlich auch sehr schick in der Sammlung, wenn man den da stehen hat. Der sieht sehr schön aus. Die sind auch alle, soweit ich das gesehen habe, mit dem schwarzen Hand betupft mit der Farbe. Die sind schon sehr einzigartig, wie ich finde, die Mikalev Flakons und dieser Désir Toxic L'Intense schon ganz besonders. Ja, preislich sind wir hier auch fast bei den 200 Euro. Das ist natürlich kein Duft, den man einfach so irgendwie kaufen sollte. Den empfehle ich schon doch durchaus zu testen, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt. Aber wenn ihr eben auf der Suche nach einem besonderen, ich sag mal, Fougère-artigen, frischen, leicht süßlichen Duft seid, dann ist der Désir Toxic L'Intense durchaus ein Kandidat, den man mal auf dem Schirm haben soll. Kommen wir zum nächsten Dufthaus sozusagen. Ein Dufthaus aus Frankreich,
habe ich hier ausgewählt, beziehungsweise hat es die Woche bei mir in die Sammlung neu reingeschafft, das durchaus etwas unterrepräsentiert ist in der Community. Wie ich finde, eigentlich zu Unrecht. Die machen tolle Düfte. Viele sind vielleicht für Nischenliebhaber zu wenig nischig, aber es muss auch nicht immer der Multitwister sein, wie ich finde, und das super raffinierte, sondern es ist auch einfach schön, mal einen handwerklich guten Duft zu haben, der unkompliziert ist, der vielleicht auch von vielen einfach gemocht werden kann. Ich habe euch mal mitgebracht von Bon Parfumeur den 004. Die haben alle so eine Nummerierung und eignen sich hervorragend auch zum Layern. Hier haben wir einen Duft, der basiert auf den Noten Gin, also Wacholderbeere, Mandarine und Moschus. Ja, das klingt schon nach Sommer und für mich ist es das auch. Das ist ein wunderschöner Sommerduft. Der ist am Anfang sehr spritzig, sehr herb durch die Wacholderbeere und erfrischt unheimlich. Es ist wie, als würdet ihr euch so ein bisschen, ich sag mal, ein Mojito ins Gesicht sprühen. So könnte man sich das vorstellen. Ohne Alkohol, es würde ganz schön tierisch brennen, wenn man den sich in die Augen sprüht. Aber so in etwa, ne? Ihr habt diese Spritzigkeit, ihr habt dieses Herbe von der Wacholderbeere. Man riecht auch schon so ein bisschen die Mandarine, die kommt so langsam durch in der Kopfnote. Und man merkt auch schon, naja, irgendwie da ist noch so ein bisschen was Weiches, was Weißes, ein bisschen Cremiges dahinter. Und das ist genau der Moschus. Der kommt immer mehr zum Vorschein im Drydown. Dann wird das schon fast ein sonnencremeartiger Duft, der dezente, und das ist aber gar nicht gelistet, so ein bisschen in kokosnussartige Richtung geht. Also wie so Kokosnussmilch, ein bisschen wässrig so. Das kann man hier durchaus wahrnehmen. Und er ist, so meine Erfahrung und nach meinem Tragentesten auch, durchaus auch noch mehreren Stunden immer noch präsent. Wenn man dann durch den Raum gegangen ist, dann hat man immer noch so ein bisschen diesen Duft, diese Moleküle da hängen. Das hat man bei frischen Düften normalerweise nicht so häufig, dass das dieses Erscheinungsbild hat, dass dieser Duft so präsent ist. Also will damit sagen, die Sillage ist durchaus gut, bis fast sehr gut für so einen sehr frischen Kandidaten. Die Haltbarkeit ist unheimlich gut. Wir haben hier lockere 8 Stunden, also die ich immer damit rausbekomme, aus dem Duft, aus dem Tragen. Also das ist wirklich ein Kandidat, wenn es jetzt richtig heiß anfängt draußen zu werden oder jetzt die 20 Grad, die wir aktuell haben und ihr sucht was euch erfrischt, was aber im Trageverlauf dann immer so ein bisschen näher so an die Haut kommt, aber auch was Besonderes hat, vielleicht so ein bisschen milchigen Charakter, dann solltet ihr euch mal den 004 Gin, Mandarine, Moschus unbedingt anschauen. Aber ich habe euch noch einen Kandidaten davon mitgebracht. Der weitere Kandidat von Bon Parfumeur ist der 803, habe ich euch mitgebracht. Der hat als besondere Note mit aufgelistet Gischt. Also quasi was aquatisch Wässriges. Und interessanterweise schafft dieser Duft das auch. Boah, hier ist der Sprüher. Schaut euch das nochmal an. Da kommt ein hervorragender Nebel raus. Gut umgesetzt. Gut deswegen, weil er am Anfang, das muss man wissen, durchaus auch in eine Art sehr kräuterige, würzige Richtung geht. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde man einen Kräuterschnaps, klingt jetzt komisch, aufsprühen. Das sind aber so die ersten, ich sag mal, 15 Sekunden, die man dieses Gefühl hat. Dann kommt direkt auch schon das Aquatische durch. Und vielleicht soll das so ein bisschen ja auch, ich sag mal, Küste widerspiegeln. Im Sinne von, man ist so zwischen den Dünen unterwegs. Man nimmt so ein bisschen das Grüngrasige wahr, was dort wächst. Das ist der letzte Rest sozusagen, was da so ein bisschen wächst. Man bekommt aber schon vom Meer auch wirklich so dieses bisschen salzige Frische vom Meerwasser ab. Und diese Kombination, die kann ja durchaus auch mal so ein bisschen ins Kräuterige verfallen. Weiterhin ist hier noch drin Ingwer. Das macht natürlich wieder so ein bisschen diesen frischen Charakter, dieses herbe, spritzige aus. Das haben wir hier auch mit drin. Und die erdige Note sozusagen, die eben für Strand, Düne steht, das ist hier das Patchouli. Ja, ich finde, der Duft lässt sich wunderbar tragen ab
locker 10 Grad und gilt eigentlich im Prinzip das ganze Frühling und in dem ganzen Sommer kann man diesen Duft wunderbar tragen. Da der aber, wie gesagt, am Anfang ein bisschen diesen kräuterigen Touch hat, würde ich euch empfehlen, auch mal so einen kleinen Travel-Zerstäuber sozusagen erstmal zuzulegen, wenn ihr den nicht vorher testen könnt. Die gibt es relativ günstig, wie Eau Parfumeur tatsächlich für Nischenverhältnisse relativ günstig ist. Wir haben hier so um die 100, 120, 130 Euro für die großen Flakons. Für die hier sind wir, glaube ich, bei 35, wenn ich mich nicht täusche. Das sollte man in der Größe mal testen. Also das ist wirklich ein Duft, mit dem man auch besonders riecht, weil so eine Duft-DNA kenne ich von anderen Düften oder anderen Marken tatsächlich auch nicht. Das soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Ich kann euch schon verraten, es sind neue Düfte auch im Zulauf. Es hat unter anderem der neue Marzocco es hier reingeschafft. Den werde ich demnächst auch nochmal vorstellen und auch euch den Unterschied erklären zwischen dem normalen Marzocco und der Limited Edition. Dann kommt noch demnächst Marrakesch Imperial noch dazu. Ein Duft, den ich ebenfalls im Rahmen der Essence kennengelernt habe. Also, ja, damit ihr davon Bescheid wisst, wie es hier weitergeht und damit ihr auch die neuen Videos bekommt, hier nochmal der Aufruf, abonnieren, klicken, Daumen hoch für, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es vielleicht um den Marzocco geht oder um die neue Marke Marrakesch Imperial. Da kommt, glaube ich, was Großes auf uns zu. Also, bleibt dran, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.